Videos abgebrochen. Zum Glück hast du es gedacht. Also Glitzersteine haben sie ohne. Keine Glitzersteine. Dann nehme ich kleine Kugeln, 3 mm, ich zeige dir die mal. Ja, ist das gut. Okay. So, wichtig. Piercings im Mund hast du noch nie gehabt. Also wichtig, die ersten 3 Tage wirklich weniger rauchen oder es geht gar nicht. Das ist wirklich. Ich bin gerade beim Aufhören, also kein Problem. Sehr gut. Dann Alkohol ein bisschen zurücknehmen. Ich trinke nicht. Na, Corona trinken nicht. Unglaubwürdig, gell? Sehr unglaubwürdig. Das ist ja voll komisch. Das Bergvolk trinkt doch gern. Gut. Also wenn du nicht trinkst und nicht rauchst, dann gibt es ja nichts, was wie die Abheilung ist. Wie ist es mit Essen? Ja, essen darfst du nichts mehr. Nein. Du darfst natürlich jetzt auch nicht geguckt. Nein, du darfst alles essen. Eigentlich ganz normal. Ich empfehle dir nur die ersten 3 Tage Frischmilchprodukte weglassen. Also, bei dir so. Natürlich die frische Kuhmilchsachen, die lassen, aber alles, was pasteurisiert ist, kannst du bedenkenlos essen. Kein Problem. So, ich decke da ein bisschen auf, da siehst du meine kleine Försterklemme, dann siehst du schon die Banane, die Kugeln und dann haben wir noch so eine kleine Moskito. Mit der halte ich mir dann das Piercing fest, dass ich dann noch die Kugeln schön draufschrauben kann und dann fehlt natürlich noch so gut der Rest. Du spürst gar nichts mehr so richtig, gell? Das macht echt taub, das Zeug, ja? Ich kann dich beruhigen, das. Aber mach's wirklich nicht, ja mach, aber nicht stark, ja, weil du kannst echt verletzen, mach mal ein bisschen. Tu mal. Ein bisschen später schon. Ja, ein bisschen noch? Gut, aber jetzt will er noch mehr. So, dann leg dich mal drauf. Was wir jetzt machen zum Ablauf, also du wirst den Mund wirklich schön mal aufmachen. Ich tu dir dann mit meiner Zange das Zungenband festhalten, dann stelle ich mir das durch. Es geht so, dann machen wir den Schmuck rein und das war's. Okay? Das Ganze geht ratzfatz und es ist nicht kein Stimme spielen. Von der Pflege her, es gibt ordentlich Mundspülung und Mundspray, das solltest du bitte beides noch besorgen. Die Mundspülung nimmst du morgens und abends nach dem Zähneputzen. Da ist ein Messbecher dabei, so 20 ml sind eigentlich ganz gut. 20 ml in den Messbecher rein, eine Minute lang den Mund ausspülen, ausspucken und nicht sofort nachtrinken. Also wirklich den Rest im Mund einfach belassen. Unterwegs gibt es die Brontolid Mund Spray, der ist klein zum Einstecken und den tust du wirklich reinsprühen nach allem, was du geraucht, gegessen oder getrunken oder geküsst hast. Rauchen tust du wie gesagt nicht. Ja, naja, weißt du, der Rauch hat alle möglichen und alles Mögliche. Und deswegen, also bitte da wirklich gut sprühen. Vom Essen trinken, du kannst wirklich alles normal essen und trinken, du kannst auch nicht babyfrei oder sowas wie ein Zungenpiercing, also mit einem Lippenbändchen kann man nicht von Anfang an probieren. Und dann einfach nur unterwegs was gegessen hast, Spuren zu bleiben. Okay. Wechseln kann man ihn in 3 Wochen, wenn du magst. Oder auch in 4, weiß nicht, bist du wieder in Wien oder bist du länger? Oder bist du dann? Ich bin 23 Grad. Okay, na gut, dann können wir uns bis dahin, vielleicht in einem Monat kann man dann überlegen, ob wir es nochmal wechseln. Okay. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir starten mal. Wenn du keine Vorfragen mehr hast, gut, dann geht's los, die ganze Prozedur. Gut, dann werden wir es gleich angehen. Wie habt ihr uns denn gefunden, oder du? Ich habe einfach gegoogelt, wo in Wien Piercing stechen kann. Und die Seiten hat eigentlich ganz kompetent ausgeschaut. Also. Ganz kompetent? Na, hoffentlich. Da höre ich Skepsis. Nein, gar nicht. Ja. Also ich habe Seiten gesehen, da war ich schockiert. Ja, klar. Ich mein, nur man muss trotzdem auch, es gibt auch immer wieder mal Fälle, wo man eine tolle Seite sieht und wenn man dann da ist oder vor Ort, dann merkt man, Mensch, das stimmt ja gar nicht, was die da schreiben. Mhm. Und was sie machen, sind so überstiefel, da muss man echt auch mittlerweile aufpassen. Und zum Verheilen dauert das ungefähr 2 Wochen, oder? Ja, also 2 Wochen ist das Ding eigentlich ausgeheilt. Es geht wirklich ratzfatz. Also ein Zungenbandpiercing ist so easy, so schnell gemacht. Das ist echt easy. So, du tust mal die Zunge schön nach hinten ziehen. So, das Zungenband von dir ist schön sichtbar. So, jetzt weiß ich, zwicken bitte. Die Zunge. Das war's. So lassen. Gut. Ich muss noch mal ein bisschen aufmachen. Ich weiß, das ist anstrengend. Perfekt, ist drin. Und dann machen wir das noch zu.
du die Zunge mal ein bisschen rausstrecken? Jawohl. Super, machst du das. War nicht schlimm, oder? Mm-mm. Das ist gemein. Dann stelle ich die Fragen hier im Zahnarzt. Das denke ich mir immer, warum der fragt, redet mit einem, wenn man kann nicht reden. Immer den gleichen Schmäh hier. Aber es ist immer gut, die Leute ein bisschen abzulenken, ein bisschen zu fordern. So. Das war's schon. Sieht super aus. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, gehst du dich einmal ganz kurz ein bisschen zur Kamera, dann sieht man das mal kurz. Weil die ist da drüben. Ja. Ja, machen wir einen, ja, genau, da sieht man das. Perfekt, sehr schön. Sieht jetzt gerade ein bisschen schräg aus, okay. Weil eben war es gerade. Das liegt daran, dass die Zungenmuskulatur links und rechts nicht immer gleich zieht. Und dann kann es mal ein bisschen schräg liegen oder beziehungsweise auch die Banane natürlich dann etwas immer mal nach links oder rechts raushängt. Also mit der Banane solltest du eigentlich recht glücklich sein. Die kann sich jetzt auch nicht irgendwie groß verdrehen, hat gar nicht so viel Spielraum. Wichtig ist, du sollst mit dem Ding nicht spielen. Also viele Kunden spielen mit dem Zungenbandpiercing ähnlich wie mit einem richtigen Zungenpiercing. Also man kann, wenn man geübt ist, natürlich die Kugeln auch rausholen und dann damit, sage ich mal, spielen. Und das ist wirklich wichtig, dass du mir das nicht machst. Ja, weil das ist ganz schlecht. Macht ja einen Zahnschmelz hin, oder? Das weniger, die kommt so ein Zahnschmelz im Alltag gar nicht hin, aber manche kreisen quasi mit den Kugeln vorne auf der Lippe rum. Genau, und so. Und dann oft dehnt sich dann das Piercing natürlich aus und dann würdest du natürlich das wirklich verlieren oder rausreißen. Also das ist kein Ersatz für ein Zungenpiercing, ja. Das ist ganz wichtig zu sagen. Der Stab ist jetzt zu lang, du kannst dir auch später einen kürzeren reinmachen oder auch mal einen Ring probieren. Probieren würde ich es auf jeden Fall mal, ist auch mal lustig, mal was anderes. Okay. Hast du irgendeine Frage? Betäubung lässt dann, wie gesagt, langsam nach. War es schlimm? Hast du was gespürt? Einmal ganz kurz so kurz gezuckt, aber wahrscheinlich eher das Erschrecken, weil ich die Zange geklickt hat. Nein, es hat eigentlich gar nicht weh. Sehr gut, das höre ich gerne. Super, wenn du keine Fragen mehr hast, dann sage ich danke, dass die das filmen lassen. Dann war eine Freude. Euch danke fürs Zuschauen und ihr wisst, subscribed und liked und kommentiert unsere Videos weiterhin. Tschüss, Baba!